Hi Leute, herzlich willkommen zur Folge 21. Ja, wie ihr gesehen habt, in der letzten etwas zu lang gewordenen Folge haben wir jetzt noch die halbe Magie, die uns abgezogen wird bei allen möglichen Attacken. Und ja, da bin ich jetzt nicht unbedingt böse drum. So. Jetzt werden wir den Weg in die Schattenwelt zum dritten Tempel finden. Ja. Das war ein bisschen zu einfach, um das zu finden. Also manchmal fühle ich mich echt beschränkt, wenn ich sowas nicht entdecke oder sehe oder ein großes Motiv. So. Jetzt mit Hammer. H-A-M-E-R. Und tada! Da ist das Scheißding. Ich könnte so kotzen. Und sowas muss man erstmal finden, ne? War super. Hau ab, du Geist! Mach dich kaputt! Okay, da passiert nichts bei dem Baum. Nein, 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 nein. Ihr bösen Etwasse. Nein, nicht Fee, nein. Nicht das Buch, ich will. Oh Mann, ist die Fee weg. So, gehen wir jetzt ins Dorf oder in den Tempel? Na, ich würde sagen, erstmal ins Dorf. Es würde mich jetzt mal interessieren, wie es da drin aussieht. Oh, scheiße. Aber die Dinger an die Schnauze kommt, schmeißen die Bomben, okay. Gut zu wissen. Oh, cool. Was zum Anrempeln. Boah, da unten fehlen die Blumen. Ist ja unglaublich. Stehe hier. Ja, der Boden sieht irgendwie, die Straße sieht schöner aus als in der Lichtwelt. Dies ist das Dorf der Verbannten. Kein Zutritt für Leute ohne Rubine. Ich hab Rubine. Außerdem darf ich überall rein. Die spucken echt alle Bomben, die Dinger. Aha, aha. Hier gibt es scheinbar was. Oh, cool. Kleines Spielchen gefällig. Da ist Rubine und du kannst zwei Truhen öffnen. Ich versuche es. Los. Glücksspiel. Glücksspiel for the win. Ja! Oh mein Gott, wie geil, ein Herzteil! Und 50 Rubine, hey, das hat sich ja gelohnt. Nein, tut mir leid, du hattest deine Chance. Mehr Truhen kannst du nicht öffnen. Schade. Ey, wie cool. Ha, Folge 21 bringt Glück. Ja, nochmal. Ja, ich will nochmal. Go fuck yourself. Mein Herz, okay, das war jetzt... ein Rubin. Okay, das war jetzt echt unnötig. Es tut mir leid, die Spielsucht hat mich überkommen. Ich muss sagen, die Straße sieht ordentlicher aus. So glatt halt. Okay. Aber trotzdem kann man ja weiter gucken. Oh, das ist wieder ein Dieb wahrscheinlich. Ja, sag ich doch. Hau ab, nimm dich auseinander! Ja. Geist, nein, danke. Ist auch was kaputt. Das ist schon ein bisschen arg am Arsch hier, das Dorf, kann das sein. Was kannst du? Dieses Dorf der Verwandten? Ja, okay, wieder dasselbe. Da links gab es da noch was. Komm ich da auch irgendwie rein? Rein? Bomben? Vielleicht? Sieht so angebröckelt aus hier. Oh, wer hätte es gedacht? Wenigstens auch alles Totenköpfe als Dinger da. Und 300 Rubine, was geht? Wie geil. 300 Rubine einfach mal gefunden. Also jetzt habe ich noch mehr Rubine. Kann man das Ding auch aufmachen? Ne, das ist schon offen. Okay. Okay, das hat schon was, dieses kaputte Dorf hier. Moin. Steht bestimmt wieder dasselbe drauf. Ja klar. Okay, gehen wir mal hier rüber. Und da komme ich nicht weiter. Es sind wahrscheinlich nämlich wieder die lustigen. Ja, genau, es sind wieder die Steine. Alles klar. Dann. Oh, 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 Häuser, 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 Häuser. In Häuser reingehen. Häuser reingehen.
Vor allem muss ich mal gucken, dass ich. Ja, ein Ding habe ich noch leer, eine Flasche. Also. Hätte er schon gern alle voll. Wenn es hier irgendwo einen Händler oder so gibt, das wäre schon. Ah! Halt. Sehr schön, sehr schön. Habe ich alle Flaschen voll. So, fuck this safe. Ja, weiter nach oben, das nächste Haus, das ist durchsuchen, alles. Das ist meins, durchsuchen, meins, meins durchsuchen. Hahaha, noch eine Truhe, bestimmt wieder 1 Million Rubine drin. Hahaha, bin reich, bin reich. Also bei dem Freudenbrunnen muss ich mir jetzt echt demnächst mal 2 Stunden Zeit nehmen und das ganze Geld reinschmeißen. Dück. Oh, nichts. Kleine Bäumchen. Setzlinge. Und hier eigentlich auch nach oben? Naja, natürlich. Wow. Mein Schild ist jetzt fett, Mann! Hier gibt es dann bestimmt auch einen Eingang oder so. Oh ne, 2 Feen. Okay. War das gerade Gabelsoldat? Ah, es war wieder. Ein Wahrsager. Ach, warum sind eigentlich immer alle respawned? Ich kann das nicht nachvollziehen. Hier, Skelettwald, Dorf der Verbannten. Okay, dann gehen wir mal in den Skelettwald, ich glaube nämlich. Da müssen wir auch hin. Hm? Oh. Was gibt's eigentlich da, wo die Kathedrale normal ist? Nichts. Sieht auch in der Höhle aus, egal. Auf in den Skelettwald, den nächsten Tempeleingang suchen. Das hört sich an wie auf dem Todesberg hier drin. Hm, bin ich auch durch? Ja, okay. Da muss ich vermutlich rein. Nehme ich jetzt mal stark an. Die Hürde des Löwen oder den Schlund des. Ach Gott, nee, der ganze Wald ist der Tempel oder was? Sehr cool. Allerdings brauche ich einen Schlüssel. Das ist ja geil. Das hat was. Das gefällt mir hier. Na, ich möchte nicht dagegen stupsen. Okay, jetzt habe ich es bestimmt ultra versaut. Gleich mal die Karte. Das 2 Stockwerke. Okay. Ist aber relativ verzweigt hier. Ah cool, die kann man kaputt machen, tatsächlich. Schon gedacht, die hängen einfach nur so da, die Dinger. Hm, okay. Muss ich jetzt mal wieder raus und gucken, dass ich den normalen Eingang finde. Ob es nicht vielleicht hier oben wieder was gibt, so ein Loch. Ah, cool. Das ist ja schön, sehr schön. Oh nee, oder? Oh Mann! Wie mache ich den am Arsch? So. Halt! Nein! Das Ding nervt echt. Oh, weggeschmissen. Cool, da bleibt es immer da. Hm? Ist bestimmt irgendwo was dahinter versteckt, ich weiß es genau. Und was ich hier soll, das werden wir noch erklären. Oh nein, 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 nein. Ah, okay, so kommt man hier auch wieder weg. Echt schöne Sache. Ich verliere wieder alle Leben, ist das normal? Okay, also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir haben den Tempel gefunden. Die schlechte ist, ich habe keine Ahnung, wo man da reingeht. Dann kommt man bestimmt. Boah, ich mag die Dinger nicht, die klauen mir Rubine. Okay.
Oh, Mann. Blödes Teil. Muss gleich schon wieder so einen Trank nehmen, hey, das ist doch unnormal. Oh Mann, das sieht jetzt schon wieder ungesund aus. Ah, oh, Mann. Bin doch unfähig, das gibt's halt. Oh, ich bin mal gespannt, ob man die überhaupt töten kann, diese komischen Mumien-Dinger da. Alter, Alter, das Ding bringt fast gar nichts. Ja, wahrscheinlich kann man sie schon töten. Dauert nur ewig, oder auch nicht. Naja, okay, es dauert nur lang. Gott, wie viele Schläge brauchen die bitte? Was? Was ist das? Was? Wo kommt das her? Was? Nein, das kann doch nicht sein. Das dürft ihr doch nicht machen, sowas. Das gehört doch verboten. Was ist da los? Eskalation, eine Hand. Fliegt einfach eine Hand durch die Gegend. Ey, ist das fies. Oh, Hand vernichtet. Boah, Mann. Einfach eine Hand durch die Gegend. Ich glaube, ich wäre matt. Und jetzt kommt gerade wieder. Ist ja unkaputtbar, das Ding. Aber ich muss mal zählen, wie oft man auf die raufhauen muss. Ewig oft. Ah, hau ab, ich nehme mich auseinander. Und ich auch, blöde Mumie. Nein, nein, nein. Ich nehme jetzt ein Amulett. Und ein Trank. Oh mein Gott, ein Trank. Ganz schnell. Lebenselixier. Vielleicht warte ich, bis die Hand kommt, dann bringt das Ding vielleicht sogar noch mehr. Okay, Luftmedaillon. Probieren wir das mal aus. Ah, okay, die sind gestunt, bloß. Das hat wieder nichts gebracht. Überhaupt nichts. Okay, na gut, ich muss zugeben, immerhin waren sie gestunt, die Dinger. Oh, jetzt muss ich mich immer in Bewegung bleiben. Oh. Die Hand bekommt mich niemals lebend. Das ist so unfair mit dieser Hand. Gleich mal zwei Leben. Jawohl, natürlich, selbstverständlich. Bringen sie nichts, die Scheißdinger. Gott, kann ich eskalieren. Ja, ist okay, ich weiß, da muss ich ein Ding hinschieben. Am besten ist da rechts, weil das sich bewegen lässt. Das lässt sich nicht bewegen. Und das lässt sich auch nicht bewegen. Und hau ab! So, drüber mit dir. Hallo? Nein? Danke? Bitte? Okay, gut. Muss ich das Ding jetzt ziehen, oder was? Oh, na toll. Nein? Böses Hand. Ja, ist natürlich super, dass man die Dinge ausziehen kann. Was? Nein, der hat mich nicht, der hat mich... Ist das euer Ernst? Was? Nein! Oh Mann! Das ist doch unfair, sowas. So nach dem Motto, es ist ja nicht Zelda, wenn es nicht unfair ist, ne? Go fuck yourself, Mann. Ey, jetzt muss ich wieder so einen Trank nehmen. Ich bin echt unfähig, manchmal.
So, ist der Vorsatz fürs neue Jahr, Leute. Ich werde es schaffen, diesen dummen Tempel zu bashen. Dumme Hand. Nein, 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 nein. Fick dich, Hand. Fick dich. Du kriegst mich niemals lebend. Weg hier. Was? Okay. Jetzt wieder gut. Mir geht's wieder gut, Leute. Okay, der Knochen hat mir nichts angetan. Alter, ich kann inzwischen alles Mögliche abwehren mit meinem Schild, aber so dumme Knochen, nett. Was kann das? Oh, turned into a rabbit, Mann. Als Hase kann man mich ja nicht zu. Jetzt schon den Master-Schlüssel? Das ist ja geil. Okay, es bringt echt nichts dagegen. La Bomba! Oh. Si, Senorita. Okay, das war jetzt echt fast schon sinnlos, ne? Hau ab! Hau ab! Weg hier, weg hier, weg hier! Wow. Nach rechts geht's nicht, ne? Also ich habe einen kleinen Schlüssel und ich habe den Master-Schlüssel. Den großen Schlüssel, wie man es nennen will. Das heißt, ich muss vermutlich jetzt wieder zurück. Zu diesem Dings-Skelett-Wald-Stück oder so, wie das heißt. Geld, 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 Geld. Ich muss aufpassen, ich kann bloß 999 Rubine tragen. Also. Ach, schon schlimm. Sie haben gar nicht mehr so viel Zeit, das ist ja schlimm. Ich muss gucken, wie ich da mal zu Potte komme. Mhm, okay. Ich werde euch nicht rauslassen, ihr Schwachmaten. Sehe ich denn aus wie der letzte Idiot oder was? Oh, ein Schlüssel. Haha, gebasht. Da geht's auch nicht weiter. Na gut, gehe ich zurück. Halt, wie komme ich denn hier hin? Aha. Okay. Oh, der Kompass und viele, viele neue Löcher. Das ist mir jetzt echt nicht recht. Ah, doch, okay, das geht. Ein Boss. Okay, rechts ist ein großer Raum. Und links ist ein kleiner Raum, in dem es nicht mehr weitergeht. Okay, das ist super. Dann erstmal den kleinen Raum. Hübsch, doch, ja, muss man sagen. Ah, ey, ich liebe das Master Schwert. Haha, oh, schade. Doch nicht so viel haha. Ja, was tue ich hier eigentlich? Kann mir das mal jemand erzählen? Das hat jetzt was gebracht. Ehrlich jetzt, was soll ich hier? Ich wieder nach rechts. Und ich muss unbedingt irgendwie so einen Weg zum Masterschwert finden. Zu der großen Truhe halt. Ne? Ich mir. Boah, da ist die Hand wieder. Gerade ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Hä, die Hand war schon lange nicht mehr da. Ich meine nicht, dass es mich stören würde, aber sie war halt weg. Nein, 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 nein. Ah, super. Bin ich wieder hier? Ernsthaft? Was soll denn der Mist?
Ah, da ist der Boss. Ersten OG oder wie auch immer man das nennen möchte. Hier gibt's keine Hand, komischerweise, ne? Da gibt's hier keine Hand. Natürlich gibt's hier keine Hand. Die Hand ist nicht so böse, wie alle denken. Nö, ist sie nicht. Deswegen will sie mich auch immer töten. Was für ein Schmoller. Diese Ideen, die sie alles haben. Jetzt habe ich die Dinger mal geändert. Mal gucken, ob das was taugt. Hier kommt die Hand öfter. Ich weiß auch nicht. Irgendwie scheine ich hier an der falschen, an nicht so einer günstigen Stelle zu sein. Alter, wie viele von denen? Ist auch ganz und gar nicht übertrieben, ey. Und dann noch die Hand. Kann ich die jetzt eigentlich sprengen oder nicht? Oh ja, tatsächlich. Warum tut es denen eigentlich gut? Ich meine, die sind untot oder so, wie man das nennt. Ja. Aber hat ja damit nichts zu tun. Können sie ja trotzdem an den Dingern verletzen. Achso, zumindest hätte ich da was dagegen. Oh, ein Herz, ja. Ich habe nämlich keine Herzen mehr, das ist. Echt nervtötend. Okay, so, jetzt würde ich aber gerne zum Dings, zu dem, zur großen Truhe kommen. Großen Truhe, okay. Wo war ich denn schon? Ich war da schon, ich war da schon, ich war da schon. Okay, es fehlt mir noch da oben das Dings da. Okay, da muss ich wieder zurück. Das ist ein Scheißdreck. Okay, Leute, der Part ist schon wieder zu Ende. Tut mir ernsthaft leid, aber ne, es geht nicht schneller. Mit diesen Tempeln, diesen hochkomplexen Dingern. Na gut, dann bis zum nächsten Mal.